So, wir schauen uns nochmal mit einem kleinen Beispiel an, wie man die rekursive und die explizite Beschreibung einer Zahlenfolge aufstellt. Ja, hier haben wir mal so eine kleine Zahlenfolge hingeschrieben, ne? 1, minus 1, 2, minus 2, 3, minus 3 und so weiter und so weiter. Hier fängt man an. Zuallererst macht man sich mal eine Tabelle und schreibt auf, an welcher Position n welches Folgenglied an steht. Warum machen wir das? Das sehen wir gleich. Machen wir erstmal eine schöne Tabelle hier links hin. So. N und an. Also das erste Folgenglied ist die 1. Das zweite Folgenglied ist die minus 1. Das dritte Folgenglied ist die 2. Machen wir es mal so rum. Geht einfacher. 1, minus 1, 2, minus 2, 3, minus 3 und so weiter und so weiter. So. Wir werden gleich sehen, warum wir das so gemacht haben, warum das hilft. Ja? So, fangen wir am besten mal mit der rekursiven Beschreibung an. Rekursiv. Was wollen wir zuallererstes machen? Als allererstes, ja, überlegen wir uns mal, wie man von einem Element zum nächsten kommt. Das ist ja sozusagen der Kern von Rekursion. Wie kommt man von einem Element zum nächsten? Also was muss ich tun, um von A1 zu A2 zu kommen, von A2 zu A3 und so weiter und so weiter. Immer von einem zum nächsten. Was muss ich tun? So, und jetzt muss man schauen, ja, muss man da was abziehen oder addieren oder muss man multiplizieren, weiß man nicht so genau. Ne? Da gibt es ja alle Möglichkeiten, alles was zu rechnen ist, kann man hier rechnen oder was logisch überlegt werden kann. Insofern muss man vielleicht einfach mal, ja, ein bisschen rumprobieren, ausprobieren und versuchen, die Struktur der Zahlenfolge zu erkennen. Das mag vielleicht nicht immer gleich von Erfolg gekrönt sein oder muss man, ja, vielleicht findet man auch nicht gleich am Anfang die einfachste Variante oder so. Ja, okay. Wir haben uns jetzt ein bisschen damit befasst und wir kommen auf den Gedanken, dass man hier 2 abzieht, ja? Oder minus 2 addiert. Also 2 abziehen, dann plus 3, minus 4, plus 5, minus 6 und so weiter und so weiter. Ne? Da scheint ja ein System drin zu sein, immer abwechselnd subtrahieren und addieren und außerdem nimmt das, was man addiert oder subtrahiert, immer um 1 zu. Okay, also können wir schon mal probieren, hier mal anzufangen mit an plus 1 ist gleich. Also wie berechne ich an plus 1 aus an? So, und jetzt kommt uns sozusagen zur Hilfe, dass wir die Tabelle aufgestellt haben, weil jetzt brauchen wir das n in der Formel. Und da ist es oft einfacher, wenn man es ablesen kann und sich dann immer wieder ein Beispiel klar machen kann, funktioniert die Formel so, wie ich sie aufgestellt habe. Also, schauen wir mal, was machen wir, wenn wir von an auf an plus 1 kommen wollen. Also beispielsweise, was müssen wir machen, wenn wir auf A5 kommen wollen? Wir müssen A4 nehmen und 5 dazu zählen. Wenn wir auf A3 kommen wollen, müssen wir A2 nehmen und 3 dazu zählen. Wenn wir auf A4 kommen wollen, müssen wir A3 nehmen und 4 abziehen. Also immer das Vorhergehende nehmen und dann machen wir was mit der gleichen Nummer wie das Element, das wir berechnen wollen. Ne? Also um auf die A4 zu kommen, müssen wir 4 abziehen. Um auf A5 zu kommen, müssen wir 5 addieren. So, also wir müssen das Vorhergehende nehmen, an, und ja, jetzt irgendwie addieren und subtrahieren, das heben wir uns noch mal ein bisschen auf. Aber was addieren wir und subtrahieren wir? Wenn wir A5 berechnen, haben wir gerade gesagt, müssen wir 5 addieren. Wir berechnen jetzt A5, das heißt n plus 1 ist gleich 5. Also müssen wir logischerweise n plus 1 addieren. Oder um von A1 auf A2 zu kommen, wir wollen A2 berechnen, müssen wir 2 subtrahieren. Also um A2 zu berechnen, müssen wir, also n plus 1 ist gleich 2, müssen wir 2 subtrahieren, also n plus 1 subtrahieren. Ja? A1 minus n plus 1. Okay. Wie kriegt man das mit dem wechselnden Vorzeichen hin? Da gibt es den Trick mit dem, mit der,
mit dem minus 1 hoch n, ja? So, also minus 1 hoch n oder hoch n plus 1 oder was auch immer, das müssen wir gleich überlegen. Also auf jeden Fall mal minus 1 mal und hier oben muss irgendwas in den Exponenten rein. Ja? So, müssen wir mal schauen. Immer dann, wenn wir eine Gerade, ein gerades Folgenglied, ein Folgenglied mit einer geraden Position berechnen, müssen wir was abziehen. Um mal 2 zu berechnen, müssen wir 2 abziehen. Um mal 4 zu berechnen, müssen wir 4 abziehen. Um mal 6 zu berechnen, müssen wir 6 abziehen. Wenn wir die Ungeraden berechnen, ne? Um mal 3 zu berechnen, müssen wir 3 addieren. Um mal 5 zu berechnen, müssen wir 5 addieren. Also, wenn wir ein gerades Element addieren, dann müssen wir was abziehen. In dem Fall ist n plus 1 gerade. Wenn wir n plus 1 gerade haben, muss die minus 1 stehen bleiben, weil wir dann abziehen. Wenn n plus 1 gerade ist, ist n ungerade. Das heißt, wir müssen hier n in den Exponenten reinschreiben, weil dann ziehen wir ab. Gucken wir, ob es klappt. Also wenn n, wenn wir a4 berechnen, wir wollen a4 berechnen, a4, dann ist n gleich 3. Wir nehmen also a3 plus minus 1 hoch 3, also plus minus 1 mal 4. A3, wir rechnen A3 minus 4. Und stimmt das? A3 minus 4. Ja, scheint zu stimmen, ne? Kann man noch an 2, 3 weiteren Beispielen ausprobieren. Funktioniert. Gut, wir sind noch nicht ganz fertig mit der rekursiven Beschreibung, denn wir müssen natürlich auch immer noch den Anfang mit hinzunehmen. A1 ist gleich 1, das ist ja die einfachste Übung. So. Also wir haben das erste festgelegt und dann, wie kommt man von einem aufs nächste? Jetzt gehen wir in die explizite Beschreibung. So, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen eine Formel aufstellen, mit der man an direkt aus dem n berechnen kann, ohne wissen, was da vorher war. Ja, einfach, ich nehme n und mache damit irgendwas und kriege mein an. So. Wenn man sich das anschaut, könnte man zuerst mal auf den Gedanken kommen, dass das eigentlich leichter fällt, wenn man das für gerade und ungerade n getrennt betrachtet. Ja? Hier zum Beispiel, wenn man mal nur die ungeraden n nimmt, dann haben wir hier die Folge 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Ne? Wenn wir die geraden n nehmen, dann haben wir minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 und so. Okay, machen wir mal das Ganze mit Hilfe einer Fallunterscheidung. An ist gleich, so, nehmen wir mal n gerade. Bei n gerade ist es so, 2 wird auf minus 1 abgebildet, 4 auf minus 2, 6 auf minus 3. Das heißt, immer n halbe. Ne? N halbe und zwar mit einem Minus vorne dran. Minus n halbe, wenn n gerade ist. Überprüfen wir nochmal. 6 ist minus 6 halbe. Okay, das scheint zu stimmen. So. Jetzt schauen wir nochmal, wie ist das bei den Ungeraden? Das ist ja auch fast sowas wie halbe, ne? Nur nicht ganz. Die 1, oder nehmen wir mal die höheren Zahlen hier, die 5 wird auf die 3 abgebildet. Das ist ja nicht, das ist ja fast 5 halbe, aber nicht ganz. Das eigentlich ist es ja 6 halbe. Und die 3 ist 4 halbe. Wenn man nochmal eins weiter nimmt, hier die 7 wird abgebildet auf die 4, also auf 8 halbe. Was brauchen wir? Wir brauchen n plus 1 halbe, wenn n ungerade ist. So, das wäre okay, das kann man machen mit einer Fallunterscheidung. In dem Fall geht es aber auch noch ein Stück einfacher, weil es hat ja beides irgendwas mit Halbieren zu tun. Ne? Also bei den Geraden nimmt man die Hälfte, bei den Ungeraden nimmt man eins mehr und davon die Hälfte. Man könnte sich aber auch Folgendes vorstellen, dass man jetzt beispielsweise, wenn man von der 5 auf die 3 geht, nicht n plus 1 halbe rechnet, sondern n halbe, also 5 halbe, dann haben wir 2,5 und aufrundet.
Bei der 7 genauso. 3,5 aufrunden auf 4. Wenn wir von Geraden die Hälfte nehmen und aufrunden, kommt immer das Gleiche raus. Also bei 4, die Hälfte ist 2, aufgerundet ist 2. Das heißt, wenn wir die Ungeraden halbieren, müssen wir aufrunden. Wenn wir die Geraden halbieren, müssen wir nichts machen, können wir aber aufrunden. Das heißt, wir können immer aufrunden. Aufrunden schreibt man folgendermaßen. Das mache ich mal vielleicht hier oben in der Ecke. Also wenn ich 1,5 aufrunden will, da kann man diese Gauss-Klammer hier verwenden. Ups, diese Gauss-Klammer. Und da kommt dann 2 raus. Ich mache nochmal ein anderes Beispiel drunter. 2,7 aufgerundet ist gleich 3. Genauso ist aber 2,1 aufgerundet gleich 3. Ne? So, das waren jetzt so ein paar Beispiele. Gauss-Klammer. So. Aufrunden. Das kann man so ausdrücken. Ja? Und das machen wir jetzt mal. Also wir brauchen letztlich, wenn wir das jetzt als zweite Variante, das ist die erste Variante, das ist die zweite Variante. Wenn man eine zweite Variante macht, dann kann man sagen, das ist einfach Moment. Doch, n halbe aufgerundet. Ne? N halbe aufgerundet. Und jetzt aber noch mit dem wechselnden Vorzeichen, also minus 1 vorne dran. So, jetzt müssen wir wieder überlegen. Wenn wir A2 und A4 berechnen, brauchen wir die minus 1 vorne dran. Wenn wir die Ungeraden berechnen, brauchen wir kein Minus vorne dran. Das heißt, nur bei den Geraden brauchen wir das Minus. Also wenn n gerade ist, muss das Minus erhalten bleiben. Dann müssen wir hier n plus 1 hinschreiben. So. Also minus 1 hoch n plus 1 mal n halbe aufgerundet.